Heute ist es wieder an der Zeit, Freunde. Ich verbessere einen Account von einem Abonnenten. Ihr liebt diese Art von Videos und deswegen geht es heute direkt weiter. Das Footies-Team mit 99er Benzema ist in den Packs und zusätzlich sind 99er Pelé, 98er Messi, 98er Ori, 97er R9 und viele weitere Spieler wieder in den Packs. Das hier ist der Account von Ben und er hat 14.000 Münzen und 25 FIFA Points am Start. Und das ist das Team von Ben. Oh mein Gott, das ist nicht schlecht. Kolomouani, ein paar Footies-Karten sind am Start. Ey, auf der Bank nicht mal nur Leihspieler. Bruder, das ist das beste Team, was wir bisher am Start hatten. Aber auch dieses Team werden wir natürlich verbessern. Freunde, Ben ist natürlich Abonnent hier auf YouTube und deswegen haben wir ihn heute drangenommen. Und wenn ich das nächste Mal euren Account verbessern soll, dann werdet auch einfach Abonnent hier auf dem Kanal. Das ist natürlich komplett kostenlos. Denn wie ihr hier sehen könnt, ey, fehlen noch 4 Abonnenten, dann haben wir den nächsten 100er. Abonniert den Kanal. Und wenn wir wieder bis morgen die 10.000 Likes geschafft haben, dann kommt nächste Woche wieder. Ich verbessere einen Zuschauer-Account. Ich wähle die Leute natürlich immer hier auf Insta aus. Wir haben inzwischen 219.000 Follower. Das ist auch sehr, sehr verrückt. Liked einfach meine Bilder, kommentiert meine Bilder, schreibt mir eine DM, plus schickt mir euer Team. Und dann seid ihr vielleicht die Nächsten, die dran sind. So, wir gucken uns den Verein von Ben einmal an. Warte, wir haben Hugo Lloris hier. Wir haben Di Maria hier. Wir haben Lamela auf der Bank. Hat der Mann noch ein bisschen SPC-Futter am Start? Und Leihspieler. Noch mehr Leihspieler. Und nichts. Er hat kein SPC-Futter am Start. Aber dafür werden wir gleich sorgen. Das Ding ist, Ben hat mir gesagt, dass er gerade im Urlaub ist. Und wenn er aus dem Urlaub zurückkommt, würde er gern mit einem richtig guten aktuellen Team spielen. Und dafür sorge ich jetzt. Dafür sorge ich jetzt aber sowas von. Und wie macht man das am besten? Richtig, man lädt erstmal FIFA Points auf. Natürlich aus meiner Tasche bezahlt. Denn wir haben hier einige 500k Packs, die man wegziehen kann. Die kosten nämlich ein paar tausend FIFA Points. Und wenn ich von FIFA Points rede, dann rede ich über 12.000 FIFA Points. Wir laden auf. Im ersten Schritt ziehen wir natürlich die Packs, damit wir das Team verbessern. Danach werde ich die Weekend League Quali zocken, dann werden wir die Packs öffnen und am Ende des Tages werde ich natürlich auch noch die Weekend League beenden und dort die Picks öffnen, die Packs öffnen und alles weitere. Wir fangen an mit dem 500k Pack, wo 150 seltene Goldspieler drin sind. 3 davon garantiert mit 89 plus und die Pack-Wahrscheinlichkeit, da was Gutes zu ziehen, ist sehr hoch. Ihr seht es hier. Footies Hero Spieler 6,5%, Footies Spieler 9,8%, Premium Shapeshifter, Shapeshifter Icon, man kann hier alles rausziehen und natürlich auch 99er Pelé und Co. Wir fangen an, geben 3000 FIFA Points aus und hoffen auf einen geilen Spieler. Es ist ein Tot-Spieler, es ist ein Portugiese, es ist ein Linksflügel, es ist leider nicht Rafael Leão, sondern Pedro Gonçalves. Mit einem 94er Rating, was nicht schlecht ist. Das bedeutet, wir haben auf jeden Fall super SPC-Futter am Start. Bro, das sieht ja aus wie in FIFA 20, wo man diese 11er Tots-Packs hatte zur Weekend League. Was ist denn hier los? 94, 94, 94, 92, 92, 91, 90. Junge, Son ist auch noch am Start. Hä? Was geht hier ab? Und 2 Icons sind auch noch am Start. Was ist los? Das ist das erste Pack, was ich zu dem Event ziehe. Und das erste Pack eskaliert hier völlig. Völlig. Aber sowas von. Da ist leider nichts mehr hinter. Okay, dann werden die besten Spieler vermutlich jetzt ganz vorne angezeigt. Das ist schon mal gut. Wow. Junge, Junge, Junge. Was sind so 94er Karten gerade wert? 20k nur? Digga, dieser Markt ist ja noch weiter down gegangen. So down wie Hertha BSC in der zweiten Bundesliga derzeit. Kein Front an die Hertha-Fans. Nimm mir das nicht übel, aber es ist leider wahr. Und ich weiß, das will niemand hören, aber es ist wahr. Ihr müsst da rauskommen aus dem Loch. Ich gönne es euch auch, dass ihr rauskommt aus dem Loch. So, wir erstellen erstmal ein neues Team, Freunde, damit wir dort das Team, so wie wir das gut finden, zusammenbauen. Denn er hat gesagt, ich darf alles an seinem Verein ändern. Ich darf alle Spieler verkaufen. Ich darf alle Spieler in SPCs abgeben. Ich darf machen, was ich will. Hauptsache, der Account am Ende ist besser. Und das Erste, was ich machen werde, ist erstmal diese Leihspieler discarden. Junge, Ton ist auf einmal an. Hilfe. Freunde, so sieht das Team jetzt erstmal aus fürs Erste. Dann wissen wir wenigstens, wo wir was verbessern müssen, wo wir auf jeden Fall noch Spieler brauchen und, und. Und ich würde sagen, wir schauen einmal ganz kurz in die SPCs rein, was man da vielleicht safe mitnehmen kann. Wir nehmen da natürlich Packs
mit, Spieler mit und vieles weitere mit. Wir nehmen auf jeden Fall so ein 10x84 Plus Pack mit und so ein 10x85 Plus Pack. So ein 93 Plus Shapeshifter oder Footies Pick muss auf jeden Fall auch sein. Vielleicht auch ein 90 Plus Shapeshifter oder Footies Pick, geht auch klar. 30x84 Plus Pack wäre sehr wild. 5 SBCs aber. Von den Spielern her wäre eigentlich Gomez sehr geil. 5 Sterne Skills, 4 Sterne schwacher Fuß, die Stats sind sehr krass und man muss nur eine einzige SBC abgeben. Das heißt, den machen wir safe auch. Und eventuell sogar Timber, denn er hat eine Krone über dem Kopf, das heißt automatisch Full Chemie Plus ist eine richtig geile Karte. Wir fangen mal mit dem 90 Plus Shapeshifter oder Footies Pick an. Man weiß ja nie, vielleicht zieht man auch was aus diesen SPC Packs, da kann man auch gut und gerne mal was ziehen, aber jetzt nicht. Und schon haben wir 90 Plus Shapeshifter Footies Pick. Wir brauchen ein bisschen Pack Luck, damit sich das Ganze hier lohnt. Aber ihr kennt meinen Pack Luck, ihr kennt Wakes Luck. Und deswegen öffnen wir das Pack und hoffen... Da kommen ja auch Tots raus. Das habe ich ja gar nicht auf dem Schirm gehabt. David mit seiner Sonnenbrille, Junge. Aber einen Linksverteidiger hatten wir noch keinen. Balde. Sollen wir Balde mitnehmen oder David? Ich glaube, Balde ist hier die bessere Wahl, ne? Sind beide nicht viel wert. Ist das krank? Das war auf jeden Fall kein Packluck. Gut, dann wissen wir Bescheid. Dann lassen wir das auch erstmal gut sein fürs Erste. Ich hätte noch Zinchenko aus der Premier League. Der ist vielleicht doch ein bisschen besser als Balde. Das heißt, Balde kann vielleicht in der nächsten SPC baden gehen. Obwohl der auch wenig Chemie hat. Ich dachte wegen Loris vielleicht. Naja, wir werden ja am Ende sehen, was wir da am Ende für ein Team bauen. Okay, wir machen mal das andere 500k Pack auf. Da sind nämlich 100 seltene Goldspieler drin. 10 garantiert mit 87 plus. Einer davon garantiert mit 89 plus. Ist auch ein sehr starkes Pack. Die Pack-Wahrscheinlichkeit dort, was Gutes rauszuziehen, ist nochmal ein bisschen höher. Ihr seht es hier. Sehr krasse Pack-Wahrscheinlichkeiten. Wir gehen rein. Es gehen nochmal 3000 FIFA-Points baden. Und jetzt Icon Pelé! England! Ashley Cole! Oh mein Gott! Man sieht mal endlich wieder eine Icon, die angezeigt wird. Und dann ist es Ashley Cole, der hier auf Stier macht. Der hier auf Stier macht. Das ist ja richtig uncool, Bro. Im RB Leipzig? Ne, RB Salzburg Trikot, ne? Okay, RB Salzburg ist sogar noch relativ cool. Sind wieder einige Tot-Spieler drin. Junge, und einer, der dick auf mich Auge legt. So ein Auge legt er hier auf mich. Alexander Alex ist auch noch mit dabei. Und vielleicht ist es in dem Pack so, dass dort... Oh! Ginola! Ginola Footies! Ginola Footies! 1 Million Coins! 1 Million Coins! Und da haben wir wieder Packluck ausgepackt. Und da haben wir einen Spieler, der sich lohnt für die Startelf. LM, ZOM, ST und LF kann er. Ginulski Footies auf dem Zuschauer-Account. Und darüber wird sich der Mann doch schon wieder unnormal freuen. Lahm ist noch dahinter. Ist das geil, Freunde. Packluck wieder ausgepackt. Packluck wieder ausgepackt. Und das Video fängt gerade erst an, Freunde. Die ersten Stunden gehen erst jetzt um. Und wir haben jetzt schon Ginola und Co. gezogen. Geil. Bro, vor allem Ballack nicht vergessen, ne? Ballack sagt auch nochmal, seid ruhig, das war's noch nicht heute. Da kommt noch mehr, keine Sorge. Das Ding ist, Gomez kann halt LM, LF und ST. Abgeben müssen wir nur ein 87er Team. Komm, der ist for free, den nehmen wir mal schnelle Welle mit. Freunde, mir so egal, ich bin gerade so in diesen Footies 93 Plus Pick reingegangen. Ich muss noch das 88er und 86er Team abgeben und das machen wir jetzt. Ich hoffe, ich habe genug Spieler. Ansonsten müssen wir gleich nochmal ein Pack ziehen, damit wir das dann öffnen können. Okay, Freunde, wir konnten das Ding jetzt schon so abschließen. Aus dem Verein ist wirklich sehr, sehr verrückt. Ein von 4 93 Plus Shapeshifter oder Footies 1, 2, 3, 4 Spieler. Also da kann alles rauskommen. Ich bin sehr gespannt. Wir machen dieses Pack mit der Konfetti-Kanone auf und wir hoffen, dass es besser ist als das Pack eben. Und es wird besser sein als das Pack eben, denn wir ziehen Diego Kulus. Mann, Harry Maguire, der ist so schlecht, ey. Da muss ich ja Diego Carlos mitnehmen. Ohne Sinn, ey. Diese Packs müssen besser sein. For real. Diego Carlos immerhin 120.000 Münzen wert. Wir nehmen den natürlich mit. Kann man vielleicht einbauen mit der Premier League. Mal schauen, was wir mit dem machen. Wir tun ihn in den Verein und checken jetzt mal unser Team ab, wie das mit Ginola und Diego Carlos aussieht. Okay, Smalling fliegt raus. Pedro Gonçalves fliegt raus. Philipp Lahm kommt erstmal rein, übergangsweise. Al-Hilal Ruben Neves kommt vielleicht... auch fürs Erste rein. Junge, guck mal, wie krass das Team mittlerweile aussieht. So viele Footies-Karten. Vor allem diese Ginola macht schon echt viel aus, ne? Die Maria wird wahrscheinlich auch rauskommen. Da kann man dann vielleicht... Warte mal, kann Ginola nicht Rechtsflügel? G-
Ginola kann nicht Rechtsflügel. Ginola kann aber ZOM, das heißt, der könnte raus, dann könnten wir Son hier hinstellen, Ginola dahin und bräuchten dann noch einen rechten Flügelspieler. Okay, weiß ich Bescheid. Wir lassen das jetzt erstmal so. Dieses Pack hier war echt geil, ne? Deswegen will ich das nochmal öffnen. Da waren so geile Spieler drin. Ginola hat mich echt überzeugt. Wir gehen in das nächste 500k-Pack rein. Messi. Messi! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oldschool Play Button, warum? Oh mein Gott, Bro! Warum? Argentinien Stürmer. 98er Messi könnte um die Ecke schauen. Nein, Lautaro Martinez sagt: Moin, ich bin's. Martinez. Dahinter. Dahinter sagt noch irgendwas Hallo. Ter Stegen sagt Hallo. Einige Team of the Season sagen Hallo. Kolumuani haben wir schon als Tots. Das heißt, das ist SBC-Futter. Offiziell übrigens nächster Transfer zu Paris. Was das wohl bedeutet, wir werden sehen, wurde bestätigt von Fabrizio. Und, eieiei, eieiei, der ist nicht schlecht. Smalling, Gabriel Vega und André können weg für eine SBC. Okay, das war nicht so gut wie das erste 500k-Pack von der Sorte, aber war jetzt auch nicht schlecht. Wir haben viel Rating gezogen. Viel, viel Rating, mit dem man was anfangen kann. Meint ihr, so ein 92-plus-Stürmer-Icon-Upgrade lohnt sich? Food Birthday, Totti, Trophy Titan oder Shapeshifter-Icons können da drin sein? Ich meine, dass ich mal ein Pack davon abschließen sollte. Vor allem, weil das echt nicht so teuer ist, ne? Ja, vielleicht. Aber in der Zwischenzeit ist es mal kurz und knackig Zeit für ein 10x85-plus-Pack. Bin gespannt. Aber nicht nur für eins, sondern direkt für zwei. Wir machen das erste auf. Hoffentlich keine Duplikate, sondern neue Karten, die wir noch nicht hatten. Oh! Und sowas ist nice. Und sowas ist spielbar. Und sowas brauchen wir für unsere Startelf oder für unsere Super-Subs. Und dahinter noch ein 94er Shapeshifter Götze. Schmackofatz. Schmackofatz. Vor allem, weil keine Duplikate in dem Pack sind. Ruben Dias. Ist der noch viel wert? Ja, 200k. Er ist sogar noch 200k wert. Götze auch noch ein bisschen was wert, aber ich schätze nicht viel. 85, bisschen weniger wahrscheinlich. Ja, ist okay. 10x85 plus Pack Nummer 2. Let's go! Nochmal Tots. Ey, ich will immer so gerne Pink sehen oder Icon sehen. Ah, 94er Brownhill. Irgendwas muss da noch hinter sein. Forlan, Dudek, Tomori und... Ja, Duplikat. Ja. Nee, das ist es nicht, das Pack. Das ist es nicht, das Pack, bin ehrlich. Die Frage, die ich mir stelle, ist die. Ist Ruben Dias besser als Koulibaly? Von der Chemie her auf jeden Fall. Vom Feeling her ist Koulibaly aber geiler, weil er eine Footies-Karte ist. Und guckt euch mal diese Stats an. 96 Def, 96 Physik, 91 Tempo. Ja, der hatte ähnlich. 97, 88, ne? Mal schauen. Wir werden auf jeden Fall einen von den beiden spielen, sage ich. Drei Stück haben wir davon noch. Drei Stück werden wir auch noch öffnen. Das dritte, 10x85 Plus Pack. Gut. Spain. Oh, nicht nochmal Balde. Den habe ich doch schon. Ohne Sinn. David, Dankeschön für dein Follow übrigens. Und oh, 95er so. 48k? Nee, doch. 50k, ich habe mich verguckt. Für eine 95er. Brasilien Icon. Hä? Ey, wir sind echt in der verkehrten Welt, ne? Man merkt, FIFA 24 kommt in einem Monat raus. Ist das geisteskrass. Wir bleiben drin in den 10x85 Plus Packs. Wer dran bleibt, der siegt. Wir ziehen schon irgendwann was Gutes. Nuno Mendes. Jetzt gleich noch ein Mbappé hinterher. Und dann passt das. Oh, was? Vom Rating ist das ja komplett krank. 95, 96, 94. 94, 93, 93. Ach du Scheiße, und Van Persie ist sogar dick. Was wert, wollte ich gerade sagen. Nee. Nee, sind alle nichts wert. Sind alle nichts wert. Weiter. 10x85 Plus Packs gehen weiter, Freunde. Wir bleiben drin. Das letzte 10x85 Plus Pack. Italien, Linksflügel. Nicht gut. Aber wir haben schon oft gesehen, jetzt dahinter sind die guten Spieler. In dem Fall aber nur Adeyemi und Pepe. Freunde, letztes 500k-Pack. Dann gehen wir rein in unser Teambuilding und dann auch schon in die Weekend League. Dann will ich sehen, was damit möglich ist. Und ich bin gespannt, was wir holen werden oder was wir hier jetzt noch ziehen werden. Wir ziehen hier nochmal Harry Kane. 95er Tots ist nicht schlecht. Aber was steckt dahinter?
Dahinter steckt viel Rating, noch ein Dudek, noch ein Thomas Müller. Und dahinter steckt noch ein... Wer versteckt sich? Ja, ein bisschen. Ein bisschen versteckt sich da noch hinter. Okay. Okay, Freunde, bevor wir ins Teambuilding reingehen, ich will es jetzt einmal wissen. 92 plus Stürmer, Icon Upgrade. Wir brauchen ja noch einen Flügelspieler. Das heißt, hier kann was gehen. Icon Picks haben nach wie vor so ein gewisses Etwas. Ich sag euch offen und ehrlich, die haben immer noch so ein gewisses Etwas. Das kribbelt bei mir immer noch. So diese ganzen Duplikate. Den habe ich jetzt nicht abgegeben. Okay, fail. Egal, den discarde ich kurz. Warum habe ich den jetzt discarded? Kann ich per Web-App wiederholen, kein Ding. So, wir machen auf. Wir sind gespannt und wir ziehen George Best. Wir brauchen einen rechten Flügelspieler. Und George Best ist kein schlechter rechter Flügelspieler. Vor allem in dieser Version hat er 5 Sterne Skills. 94 Tempo, 95 Dribbling, 92 Schießen. Das ist unser rechter Flügelspieler für die Weekend League. Passt, nehmen wir mit, packen wir ein. Das Pack war eh for free. So, wir hätten auch Götze, aber ich glaube, ich spiele lieber George Best. Dann formen wir den noch um auf ZOM. Zack. Dann formen wir den noch um auf ZM. Zack. Und dann sehen wir, haben wir fürs erste 29 Chemie. Mit dem Manager können wir dann noch ein bisschen mehr rausholen. Ich sehe gerade, wenn wir Danger statt Ruben Neves spielen, haben wir sogar noch mehr Chemie. Okay, dann mache ich das mal so. Ich glaube, das lohnt sich dann doch mehr. Weil wenn wir jetzt hier Vieira reinkloppen, haben wir 29 Chemie. Hä? Wie viel hatten wir mit dem? Auch 29. Warum? Haben wir... Ach so, wegen Ruben Dias. Nein, das habe ich ja total vergessen. Egal, dann kommt Koulibaly rein, dann haben wir sogar 30 Chemiepunkte. Warte mal. So haben wir genauso viel. Die beiden kommen auf jeden Fall auf die Bank. Michael Ballack kann auf die Reserve. So, spielen wir hiervon noch irgendwas? Der Mann ist super zum Einwechseln. Boah, dieser Verein ist so voll, ne? Da kann man noch so viele SBCs mit abschließen. Hilfe. Da kann ich noch ordentlich die nächsten Tage was mit anstellen mit dem Account. Bin ich ehrlich. Aber jetzt geht's so erstmal in die WL, Freunde. Ich bin gespannt, was wir holen. Ich nehme euch mit und zeige euch das dann am Ende des Tages. Let's go. So, Freunde, neuer Tag, neues Glück. Ich habe gestern noch dick die Weekend League hier auf dem Account geschwitzt. Und ihr könnt sehen, das Team hat relativ gut performt. Ginola 30 Spiele, 13 Tore, 11 Torvorlagen. Wir haben, ich zeige es euch gleich, genau 11 Siege geholt. Und deswegen haben wir hier 2 84 plus Picks bekommen und 2 92 plus Shapeshifter oder Top 5 Tots Picks bekommen. Ne? Wir fangen an mit dem ersten 84 plus Pick und oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, was machen wir hier schon wieder auf einem Zuschauer-Account? Riquelme mit 92, Martial 97. Nach Ginola jetzt auch noch Martial. Ist ja klar, wen wir mitnehmen, oder? Pick Nummer 1, Martial. Dafür spielt man doch gerne die Weekend League. Pick Nummer 2 und... Alexander Alex nehme ich jetzt mal nicht mit, sondern Sergio Ramos. Boah, okay. Martial, neuer Spieler für unser Team. Safe Call. Ben, der Schlingel, ist eben schon einmal in den Account gegangen, hat sich angeguckt, was hier abging. Obwohl ich ihm gesagt habe, dass er nicht reingehen soll, der Schlingel. Und er hat sich schon übertrieben bedankt. Aber da habe ich ihm gesagt, Junge, chill, wir sind noch nicht fertig. Wir machen noch weiter auf deinen Account. Damit der WTF, wie willst du noch weitermachen? Das Team ist doch schon perfekt. Ja, Ben, wir machen weiter. Und du hast jetzt sogar noch einen Martial hier am Start, anstatt einen Ruben Neves. Diego Carlos auf 1 Chemie? Hä? Was los? Okay, wir müssen auf jeden Fall noch was anderes organisiert bekommen hier. Wir müssen echt noch was anderes organisiert bekommen. Ich krieg das noch hin, okay? Was ziehen wir aus diesen beiden Player-Picks? Wir machen Player-Pick Nummer 1 auf und ziehen als erstes Dembélé, Ødegaard oder Chesney. Naja, die sind alle nicht für die Startelf, oder? Komm, ich nehme mal Dembélé mit. Vielleicht können wir irgendwas mit dem anfangen wegen Ginola. Tun wir in Verein. Und dann machen wir auch direkt Pick Nummer 2 auf und hoffen, dass wir was ziehen. Hä? Zweimal der gleiche Pick. Yay! Dembélé, Ødegaard, Chesney sogar in der gleichen Reihenfolge. Was ist los mit euch? Die geben mir zweimal die gleichen Spieler einfach, hä? What? Wie viel Chemie haben wir denn, wenn wir Dembélé hier hinstellen? Dann haben wir 30 Chemie. Der ist direkt auf Full Chemie. Wegen Ginola und den ganzen Franzosen. Noch 2 Franzosen hätte... Kolo Muani auch Full Chemie. Der Linksverteidiger passt hier gerade noch gar nicht rein. Aber ich habe ja auch Zinchenko. Der passt da, glaube ich, doch schon ein Stückchen besser rein. Wobei der auch nur 1 Chemiepunkt hat. Das ist echt ein Vollbruch. Was mit Ruben Dias? Ruben Dias könnte man auch hier reinkloppen. Und dann Balde minus 2. Okay, so könnte man das theoretisch machen. Und dann... Ja. Doch. So ist, glaube ich, nicht schlecht. So ist, glaube ich, nicht schlecht. So können wir das, glaube ich, fürs Erste lassen.
Dann machen wir so. Den brauchen wir nicht. So machen wir das. Und die Maria kommt leider auch auf die Bank. So. Ja, des Weiteren habe ich hier noch die Weekend League Packs, die man bekommen hat. Zum Beispiel dieses ultimative Pack. 125k Pack. Schauen wir mal, was da rauskommt. Shapeshifter. Das ist ein Big Win schon mal. Und das ist Götze. Tradable. Das heißt, ein paar Kröten machen wir hier auch nochmal. Obwohl, ist das 125k Pack tradable aus 11 Siegen? Ja, natürlich ist das tradable. Tavernier und Götze. Mal gucken, wie viele Coins wir machen. 100.000 Münzen auf dem Buckel. Damit kann man sich auch schon mal einen geilen Spieler kaufen. Und wir haben noch ein paar weitere Packs, die wir natürlich auch aufmachen aus den Weekend League Rewards. Mané, Sané, Koulibaly. 100 Jahre Garantie. Nichts. Ein paar Coins halt wieder. Wie viel? 17.000. Nimm mal mit. Oh, Icon aus seltene Goldpack. Shapeshifter Icon aus seltene Goldpack. Aber das ist nur Fernando Hierro. Nein. Wenn man schon eine Icon zieht aus so einem Pack, denkt man doch, dass man da eine geisteskranke Icon zieht. Wie, der geht nur für 11k weg. Ich dachte, die können wir jetzt für 70k discarden. Schade. Aber dann hätten wir einen Linksverteidiger, der mehr Chemie hat, ne? Den stellen wir rein. Dann habe ich, glaube ich, 33 Chemie. Zeig mal, wenn ich Zinchenko rausnehme. Bergkamp kann mal weg. Obwohl, wir haben, glaube ich, nicht, weil dann Ruben Dias weniger Chemie hat. Ich glaube, das bleibt sich gleich. Fernando Hierro 30. Nee, dann spiele ich lieber Zinchenko. Fernando Hierro, discarden für 11k. Die Coins nehmen wir mit. Überleg mal, wo wir angekommen sind. Man discardet einfach irgendwelche Icons, die man gerade gezogen hat. Ist das verrückt? Komplett verrückt, bin ehrlich. Freunde, ich weiß nicht warum. Irgendwas in mir hat gesagt, mach nochmal dieses 92 plus Stürmer Icon Upgrade Pack. Pick ist das ja nicht, Pack. Wir sind drin. Wir gehen rein. Mal gucken, ob mich mein Gefühl getäuscht hat. Oh, Gerd Müller. Und Kloibert. Hierzu gibt es gleich ein Paket. Ich glaube, das seht ihr aber erst im nächsten Video. Ich krieg gleich so ein geiles Paket geliefert. Ich glaube, in der nächsten Stunde sollte das ankommen. Vielleicht kommt das hier heute in dem Video noch an. Dann kann ich euch das einmal zeigen. Es wird so geil. Wer weiß, der weiß. Aber wir nehmen natürlich Gerd Müller mit. Freunde, überlegt mal. Das Team sah am Anfang des Videos so aus, ne? Irgendwas zusammengewürfeltes. Und jetzt sieht das Team einfach so aus. Mit 97er Ginola, Martial, George Best kam dazu. Ruben Dias kam dazu. Auf der Bank kamen einige krasse Spieler dazu. Wir haben im Verein noch Petit, Sokrates, Gerd Müller, viel Rating, womit der Mann jetzt noch arbeiten kann, SBCs abschließen kann, Packs machen kann, die nächsten 19 Uhr Contents mitnehmen kann. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. 10.000 Likes in 24 Stunden, dann kommt nächste Woche wieder. Ich verbessere einen Zuschauer-Account. Lasst ein Like da, lasst ein kostenloses Abo da, folgt auf Insta, Freunde. Ihr wisst Bescheid. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Peace.